Hallo, willkommen zu einem neuen Teil von meiner Manga-Zeichnungen. Diesmal von März bis April 2015 die neuen Zeichnungen. Und ich habe erstmal hier ein paar lose Blätter aus meinem Schulblock. Ja, ich zeichne manchmal in der Schule. Und hier ist so ein Typ drauf mit Blümchen und alles drum und dran. Ja, habe ich Kuli gemacht. Dann hier ein neuer OC. Das ist Ballet und hinten steht Mirka. In Podranwald und ja, auch spontan in der Schule entstanden. Beachtet das dann nicht, das war falsch. Ja, ich mag das Bild eigentlich. Die Perspektive gefällt mir eigentlich von den Bäumen hier. Ja, nur, ja, das Bein. Aber egal. Dann das hier ist von heute, die Königin der Löwen. Ja, eine Freundin von mir hatte ein Bild gemacht zur Königin der Löwen, hatte sie und eine andere Freundin gemacht, so als die Königin der Löwen. Ja. Ist ja ganz putzig. So, dann das Skizzenbuch. Erstmal falsch mal aufschlagen. Voll professionell. Wo waren wir denn zuletzt? Wir waren bei Belvon. Wo ist Belvon? Da ist Belvon. So, erstmal eine Skizze für eine Kakaokarte, die noch nicht entstanden ist. Es soll ein Mädchen sein, das halt auf den Wolken liegt und da vor sich hin träumt. Das war für den Dokumi-Wettbewerb. Meine erste Skizze, das ist schon mal nichts geworden. Dann hier ein bisschen rumgekritzelt. Das war so ein Lied, das niemals endende Gelage von Feuerschwanz. Und ja, ich habe eine neue Technik gefunden für Buntstiftkoloration. Und ja, es sieht nicht schlecht aus. Ein bisschen rot, aber ja. Und dieses super tolle Weinglas. Oh Mann. Ja, die lacht sich gerade kaputt. Das hier war für einen Contest auf Instagram. Ariel zu zeichnen, aber etwas anders. Und ja, ich habe leider nicht gewonnen. Aber ich mag das Bild eigentlich. Nur die Haare sehen. Das Gesicht an sich sieht irgendwie komisch aus. Es ist ein Knick drin. So, dann das hier. Auch da so ein bisschen Perspektive geübt. Und ja, ich wollte eigentlich zuerst ein Mädchen machen, das vor so einem Bild stand. So überlegt, so, was könnte es sein? Halt so eine Kunstgalerie, aber dann wurde es irgendwie das hier. Halt einfach so ein Weg zu so einem Haus, was auf dem See ist. Ja, da oben ist so ein ganz Geschwader Vögel. Und ja. Ein neuer Charakter. Zu Punks Needs Love. Das ist Mayhino. Und ja, auch in der Schule entstanden. Ja, ich mag das. Ich mag sie eigentlich, aber das Gesicht ist noch nicht richtig. Das muss ich noch ändern. Nehme ich ein paar Notizen, halt beste Freundin von Tsume. Mag Loki, hat aber ein wenig Angst vor ihm, versucht Loki zu helfen. Aber gerne mit Zoe rum. Etwas tussig. Experimentiert gerne mit ihrer Kleidung. Ja, sie kommt mal als Punker, mal als Goth, mal als Lolita in die Schule. das Bildchen mag ich eigentlich auch ganz gerne. Das ist mir in der Schule auch eingefallen. Ich saß da so rum und da sind also Leute im Flur gegangen und meinte so, oh, Mädchen mit Rucksack und Handy, das ist doch ein schönes Bild. Und ja, nur der Rucksack ist irgendwie nichts geworden. Meine Mutter hat mir zwar noch ein Modell gestanden, aber es trotzdem nicht gebracht. Ja. Aber egal. Ja, das ist besonders schön. Ein total harter Kerl mit diesen süßen Schweinchen da. Das ist Loki, einer meiner OCs, in seinem Zimmerchen. Und der Elefant, nicht das Schwein, der Elefant, den hatte ich für eine Arbeit in der Schule gezeichnet. Wir sollten etwas Naturrealistisches, etwas Abstraktes machen. Also ich habe eine Teekanne in einen Elefanten umgewandelt und ja, das sah genauso aus. Und ja, darum einfach mal Loki in die Hand gegeben. Ja. Ja, ein Mädchen mit fetten Zöpfen. Das ist jetzt geworden. Hier oben ist Captain America. SpongeBob. Das war für die 31 Days Driving Challenge. Die seht ihr gleich auch noch mehr von. Die ist auf Instagram von Mary Kit. Ja, die mache ich gerade mit. Und es macht eigentlich auch ganz Spaß. So ein Katzenmädel ist es halt. Hier wollte ich die Meerjungfrauen zeichnen aus Flucht der Karibik. Eine Seite diese Monster und eine Seite diese wunderschönen Dinge, aber ja, das ist nichts geworden. Das hier ist besonders schön, das ist nämlich voll die Kunst. Ich hatte da die Augen zu, weil ich war voll müde und so. Ja, ein paar Skizzen, das ist übrigens mein Klassenlehrer. Hier, Captain America, ja. Was ist abgezeichnet, zum Teil von einem Bild aus dem Internet, genauso wie Loki hier.
Ja, ich habe mir Papierwäsche geholt in den Laden, damit es auch so wuschel aus und so. So, das war's noch nicht. Hier noch etwas Buntes, das habe ich erst gestern gemacht. Ich wollte so ein bisschen was Sci-Fi-mäßiges machen, aber es ist irgendwie doch mehr so Magical Girl Elfen-Ding geworden und ja, ich habe irgendwo schon mal so eine ähnliche Kleidung gesehen. Ich weiß mal nicht mehr wo. Ich fand die irgendwie cool. Da habe ich auch was gemacht. Und ja. Ja. Die Wand sieht aber irgendwie komisch aus. Das war's mit dem Skizzenbuch. Dann habe ich hier noch einen kleinen 4-Panel-Manga drin liegen. Ja. Das ist das Bild, was meine Freundin gezeichnet hat. Ich habe es nochmal frei aus dem Kopf gezeichnet. Ja. Sie war nicht so begeistert davon. Ein kleiner witziger Kurzmanga. Jo. Auch in der Schule entstanden. Oh Mann. Dann Skizzenbücher. Ich habe das alte hiervon voll bekommen. Und die letzten Skizzen daraus sind diese hier. Einmal mein Vogel Candy nochmal. Als echtes Mädchen mit. Och, meine Haare sind so schön, weil die ist voll eingebildet und so. Dann. Ein Orangenmädchen? Mandarinmädchen. Mandarinmädchen. Nicht Orangenmädchen, Mandarinmädchen. Das ist entstanden, weil ich habe mir eine Mandarine auf den Kopf gehalten und meinte, das könnte voll der gute Stutz sein. Und darum habe ich das gezeichnet. Ja, so kommt man auch mal auf Ideen. Hinten noch mal kurz so das aufgekritzelt, damit ich weiß, was ich zu tun habe. Das hier ist alles abgezeichnet von Postern aus meinem Zimmer. Das ist von den Tales of Celia Poster abgezeichnet. Ich mochte die Pose irgendwie und von irgendeinem japanischen Band-Ding, ja. Weil ich muss Posen üben. Das ist von einem Bild von Iron Man abgezeichnet. Das hängt ja auch an meinem Schrank und ja. Das ist von Thor abgezeichnet. Das ist eine Model-Pose aus dem Internet. Ja, das wollte ich eigentlich zensieren, aber egal. Das ist eine Meerjungfrau, die sehr freizügig ist. Und ja, ich mag das Bild aber eigentlich. Ja. Das ist für ein Augentutorial, das ich glaube ich noch nicht hochgeladen habe. Also das kommt noch. Das ist auch noch für ein Haartutorial, das kommt auch noch irgendwann mal. Das sollte man vielleicht kennen aus meinen Proportionen-Tutorial. Und ja, es ist ganz wunderschön geworden. Das ist glaube ich auch aus einem Proportion-Tutorial. Ja, hier ist nichts mehr, weil da sind Farbdinger drauf und hier nur noch The End of the Book. Yep. So, dann das Neue. Hier ist erstmal ein Redrawing drin von einem älteren Bild. Von einem ganz, ganz, ganz alten Sketchbook. Und ja. Ja. Ja, 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 ja. Irgendwas gefällt mir daran. Ich weiß aber nicht, was. Das mag ich irgendwie gar nicht. Ich finde irgendwie, keine Ahnung, das passt überhaupt nicht zu mir. Und zu dem, was ich normalerweise zeichne, von daher mag ich das Bild irgendwie nicht. Das ist ein neuer OC. Diese gehört zu May, das ist Zoe Kaoma, die Schwester von Loki. Und jo. Soweit die Zeichnung finde ich eigentlich. Ja, das ist ganz okay geworden. Das sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Ich muss das nochmal ein bisschen überarbeiten. Dann haben wir den lieben Gronkh als Magical Boy. Mit Harvey und seinem Let's Play Scepter. Ja, es ist voll niedlich geworden, finde ich. Weil es ist Gronkh. Und darum ist es auch niedlich. Es ist nix. Das sollte eigentlich der Charakter werden für Zoe, aber das macht keinen Sinn, weil sie ist total anders, als ich sie eigentlich haben wollte. Darum existiert sie nicht wirklich. Das ist einfach nur. Ja. Ja. Chiro. Die ruft: Hey! Ja, ich war sehr frustriert, weil ich immer noch keine Vogelperspektive, keine geschweige Froschperspektive damals. Darum sagt diese wunderschöne Dame: Wer kann schon Vogelperspektive, als ob jemand so bescheuert ist und auf einen Baum klettert, um jemanden anzusehen? Ja. Ich war ein bisschen angepisst, wie man gemerkt hat. Das ist Unge als Magical Boy auf Wunsch einer Freundin und ja, mit einem Karottenschwert und einer Apfelbombe. Das war für ein Mädchen auf Instagram. Sie wollte, dass sie zeichne, wie sie Adi küsst. Jo. Das ist Belron. Das ist irgendein Ork mit einer Elsa-Frisur. Das ist ein Wächter von Richcast. Irgendein Mädel und eine Meerjungfrau. Das ist ein neuer OC. Das ist Ballet. Das habe ich auch schon mal gesagt. Und ja. Ich wollte eigentlich versuchen, einen Ork zu machen, der wirklich
aussieht, aber es klingt mir einfach nicht. Weil es sieht immer noch gut aus. Erinnert irgendwie ein bisschen an Skrillex wegen diesen Haaren halt. Einfach nur wegen den Haaren. Da ist er nochmal mit Mira. Ja. Eine geliebte Mira. Das war für eine Freundin ein Bild. Das hat sie auch schon erhalten. Ja, aber ein Elfen gezeichnet. Ja, das war's daraus. Dann habe ich hier noch so einzelne rumliegen. Ich hatte mir einen neuen Skizzenblock gekauft von Hanemühle. Und ja, jetzt mal eine Skizze von einem Zwerg von Tungdil aus die Zwerge. Ein Comic, den ich mir gekauft hatte, ist also von Cover abgezeichnet. Und ja, weil ich will unbedingt Zwerge üben, zeichnen und so. Weil das hier sieht doch echt, ja, gar nicht beachten. So, dann hier, ja, zwei Mädels. Das war der erste Tag der Drawing Challenge. Das sollte man sich selber zeichnen und das ist dabei rausgekommen. Ich mit meinem Disrupted T-Shirt. Zweiter Tag, die beste Freundin zeichnen, man sieht. Natürlich habe ich nur eine gezeichnet und nicht gleich irgendwie alle. Ja, ich konnte mich nicht für einen entscheiden, haben einfach alle gezeichnet. Ja. Dann ein Wikinger auf Wunsch meiner Mutter und eine Feder aus Langeweile. Dann für die Challenge das Lieblingsessen, also Sushi. Dann Lieblingsband, also Edguy. Und hier ist noch so gekritzelt der Anfang von meinem Mädchenkopf. So, dann habe ich hier noch eine Aquarellzeichnung von Belvron, der so im Schnee steht, vor den Gebirge, seiner Kapuze. Und ja, ich wollte eigentlich, dass die Kapuze irgendwie bis dahin geht, aber das sieht ja voll bescheuert aus. Darum geht die nur bis dahin. Ja. Fühlt immer noch nicht irgendwie merkwürdig aus hier, aber egal. Dann habe ich hier noch meinen Aquarellblock. Das hier drin, das sind Lesezeichen von Hobbit, also Bilbo, Thorin, Gandalf, Fili, Kili. Die beiden muss ich noch fertig machen. Ja, ich wollte eigentlich alle machen, aber es sind voll viele und darum hänge ich gerade da fest. Jo, mit meinen ach so tollen Manga für die Crazy Bad Manga Challenge, die bereits beendet wurde, bin ich nicht fertig geworden. Ich bin nur so bin ich hingekommen. Ich glaube, bis Seite 13 oder so. Die mag ich nicht. Und? Oh Mann. Ja, weil ich war einfach unzufrieden. Es hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Die Proportionen waren für die Mülltonne und darum habe ich es einfach gelassen. Ja. Ich habe zwar alle Skizzen gemacht von dem Paneling her für die ganzen Seiten und habe dann einfach aufgehört. Weil ich einfach keine Lust mehr hatte, es weiterzumachen. Ja, vielleicht werde ich irgendwann nochmal von vorne anfangen und es doch noch beenden, damit ich die Story von Mira habe und tja, mal sehen. Auf jeden Fall ist es nichts geworden. Ja, mal sehen. Eine Skizze, die ich nicht kenne, die auch nicht von mir ist. Keine Ahnung, von wem die ist. So, dann, wer kein Boys Love mag, jetzt bitte weggucken. Ich habe nämlich mal Loki und Sume gezeichnet in einer etwas anderen Pose. Ich brauche etwas zum Zensieren. Den Rest könnt ihr euch ja einfach mal denken. Mit Rasterfolie habe ich das gemacht. Ja, er sieht irgendwie komisch aus vom Gesicht her. Der dünne Hals ist zu dünn und... Ja, ganz wundervoll. So, in der fetten Mappe hier kam nicht wirklich viel dazu. Yeah, der Hobbit. So, das war mein erster Versuch mit der Buntstiftkoloration. Diese neue und, jo, ich mag den Rock. Ja, das hier war eine Übung. Die Linien sind, die Outlines sind nicht von mir, sind von meiner Dozentin. Ich habe nur koloriert und ja, ich kann kolorieren und fertig. Das kennt ihr schon. Das war es in dem großen Ordner. Ich habe es auch gleich geschafft. Wenn ihr überhaupt noch da seid. So, hier ist eigentlich gar nichts dazu gekommen. Nur Bolk habe ich fertig gemacht. Ja, sein Auge ist fertig. Also kein großer Unterschied zu vorher. Das eine ist ja blind. Da kam keine Pupille von daher rein. So, ich habe auch neue Kakao-Karten gezeichnet mal wieder.
Sind sogar ziemlich viele. Ich glaube, hier sind die neu. Also einmal Chiro vor ein Fenster. Denn so ein Ork, was man dann Selfie machen würde. Ein Drachen. Hier mit Aquarell. Wieder was versucht. Bisschen rumgespielt. Das ist Kakaokarte. 50 Feel the Magic. Das ist. 49 Seal the Dragon. 48 Ein Blick aus dem Fenster. So, ich kann sie dann alle rausholen. Kakaokarte. 51 Ruffy. Reingehen sie nicht mehr. Dann ein Schloss. Das heißt einfach nur Märchenschloss. Dieses Blumenmädchen hier. Kakaokarte 52, Smile. Dann eine Maxi-Karte. Die beiden hier gehören zusammen. Kakaokarte 54, die Kraft von Licht und Schatten. Und Kakaokarte 55, Kraft von Licht und Schatten. Dann hier ist der Hintergrund mit Wasserfarbe, der Rest mit Buntstiften. Kakaokarte 57, Blue in Bloom. Dann diese hier mit Aquarell-Buntstiften. Kakaokarte 58, Look. Genau. Kakaokarte 59, Colorful Draft. Jo, das sind die neuen Kakaokarten gewesen. Das war's auch schon mit dem Video. Danke fürs Zusehen und tschüssi, bis zum nächsten Mal.